einfach daneben. Die saugt sich dann das Petroleumgas aus diesem kleinen Kernstück da. Und du stellst bitte Plastik her. Du brauchst dafür Kohle. Eine Kiste da, eine Kiste da. Ein Rausleger da, ein Reinleger da. Du hättest gerne Kohle. Erstmal 200 Stück. Und später müssen wir dann gucken, ob das mit dem Forestry Mod da... Tree Farm Mod. Forestry war ein anderes Spiel. Mit dem Tree Farm Mod, ob es da tolle Sachen gibt, die das Ganze ein bisschen verbessern könnten. Das heißt, Plastik kommt jetzt. Übrigens haben alle Sachen hier noch keine Module, wenn ich es richtig sehe. Außer hier Stromsparmodule bei denen. Das lasse ich auch erstmal so. Das heißt, ich merke mir, die Raffinerien haben überall schon Stromspar und alle Chemical Plants sind noch im Rohzustand. Das heißt, ich kann mir später aussuchen, was ich da reinhauen will. Entweder Geschwindigkeit, wenn sie nicht genug produzieren, oder Stromspar, wenn es alles soweit okay ist. So, Plastik kommt, ist okay, wird auch nicht beschränkt. Sollte sonst irgendwas hier beschränkt werden? Nö, ne? Das wird immer gleich weitergereicht. Du verbrauchst es dann gleich, stellst Schwefelsäure her, Schwefelsäure sammelt sich da und Schwefelsäure wird dann hier oben verbraucht für sowohl blaue Chips als auch die Zerleganlagen für die Leichen. Das waren 3 oder 4, glaube ich. Könnte sein, dass es nicht genug ist. Wenn es nicht genug ist, dann bappen wir einfach eine... Lass mich hier durch. Bappen wir einfach noch eine Chemical Plant hierhin. Die kann dann auch Wasser von da bekommen. Die bekommt dann auch hier ein Ärmchen zwischen und putzt dann einfach hier Schwefelsäure, die dann auch da reingepumpt wird. Also das ist noch recht gut erweiterbar hier. Wir haben hier extra viel Platz gelassen. Also wir könnten bis zu 4 weitere Schwefelsäureproduzenten noch machen. Das ist okay. Und wir haben immer noch die Speedmodule, also sollte soweit alles hinhauen. Haben wir noch gerade irgendwo Stau? Petroleumgas verbraucht sich langsam, Schweröl geht noch. Wird sich aber bald auch legen. Ja, ich sollte schon mal vorbereiten, dass das hier zerlegt wird zu Leichtöl. Wie mache ich das am besten? Eigentlich denn hier zwischen, ne? Heißt, ich würde dich auf den doofen Stein legen, der komisch aussieht. Nein, ich leg dich mal da so hin. Du bekommst hier eine Anbindung. Stell's bitte um, dass du Schweröl in Leichtöl umwandelst. Dazu brauchst du... Oh. Was brauchst du? Doofes Zeug. Wasser nennt sich das. So. Wasser war links, ne? Nee. Schweröl ist links, Wasser ist rechts. Das ginge. Das heißt, tu mal dich da rein. Und Wasser holen wir von... Kriegen wir das von hier unten nach da oben? Das wäre schick. Aber nee, da ist das hier im Weg. Okay, dann von hier hinten nicht wirklich. Naja, es ginge, aber es sieht komisch aus. Oder? Wo bist du? Da bist du. Also wir müssten hier ein Feld über den Lampen das Wasser nach da laufen lassen. Geht das mit den anderen Röhren hier oder kreuzt sich da was? Ne, da kreuzt sich nichts, okay. Sieht jetzt ein wenig komisch aus, aber das kennen wir ja schon. Das heißt, wir bappen hier nochmal Wasser hin. Wir bauen noch mehr. Ja, genau, bauen wir ruhig ein paar von den längeren. Dann ein paar kleine und dann ein paar normale Rohre. So. Du gehst bitte von hier aus runter bis nach... Es ist nicht gut. Nee, das geht nicht auf. Wir müssen hier noch einen Linksknick machen. Okay, wir brauchen noch ein Feld mehr. Dim, dim. Dann gehst du da runter. Da hoch. Ja, sieht viel besser aus. Okay. Ist so halb getarnt durch die Lampen und den ganzen anderen Gedöns hier. Du gehst dann hier runter. Ja, bewerf dich mit Zeug. Ist okay. Da lang. Ta-da-da-da. Wasser. Okay, du stehst leicht her. Wir könnten dich dann auch einfach hier direkt anschließen, hm? Oder wollen wir dich zwischenspeichern in den Tanks? Ich glaube, die Tanks würden auch gefüllt... Also sagen wir mal, wir stellen jetzt hier Leichtöl her. Tun das hier oben in diesen Kladderadatsch mit rein.
dann werden davon ja zuerst die da befüllt. Wenn die aus irgendeinem Grund mal nicht arbeiten sollten, ist aber die Tankanlage da unten auch mit den Rohren verbunden, auch wenn es die falsche Flussrichtung ist. Aber dann würde das von hier aus dadurch da reinfließen, sich da lagern. Ja, ich denke, das ist okay. Das heißt, wir machen hier das nach da. Wir machen das nach da. Klacken dich da dran. Und du stellst es leicht her. Und je nachdem, wie gut das läuft oder wie viel sich staut, pappen wir das Speedmodul rein oder lassen es halt. Okay. Petroleumgas wird stetig weniger, Schwefelsäure wird stetig mehr. Das ist gut. Was sagen die Plastikdinger? Ah, so muss das sein. Okay. Angriff? Angriff. Oh, stimmt. Ich will nur mal ganz kurz zwischendurch gucken, wie viel Topas ich inzwischen habe. Vielleicht schaffen wir es hier schon, den Dicken da zu bauen. Na, eine noch. Es ist ein Zeichen. Das ist fast genauso lange gedauert hat, das zu machen da oben, wie wir brauchten, um Topaz zu bekommen, um den da zu bauen. Oder so ähnlich. Du, tu mal da rein. Dann kommen vier davon schon mal raus. Wie viele lila Chips fehlen noch? 10. Da. 5, 10 Stück davon. Was fehlt noch? Nimm, 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 nimm. Nix. Nix ist schön. Die 20 Tungsten Gearwheels haben wir schon vorbereitet gehabt. Irgendwann mal für irgendwas. Das heißt, wir warten jetzt nur noch auf die Dinger da unten. Die gehen einigermaßen flott. Du warst für das Useless-Zeug. Stell das mal höher. Stell das mal auf 300 jeweils, damit unsere Kisten unten nicht allzu sehr zumüllen. So, so, so. Und die Roboter ein bisschen mehr zu tun haben, ne? Dem wird doch bestimmt langsam langweilig. Ja, 215 nichts zu tun haben. Trotzdem, dass wir gerade hier so viele Aufträge verteilt haben. 2, 3. Wo setze ich den hin? Also testen am besten könnten wir wahrscheinlich im Westen. Und dann stupse ich einfach irgendwas da hinten an und ziehe es zur Basis. Und guck, wann der Turm schießt. Ja, ja. Also auf dem Angriff extra zu warten, habe ich nicht so wirklich Lust. Und kaum sage ich oben links, am wahrscheinlichsten kommen sie von unten rechts. Hm? Wie viele Türme schießen? 3 Türme. Also das werden wieder Spucker sein und nur die 3 Topaz-Türme schießen. Ist okay. Wir haben übrigens, glaube ich, noch keinen einzigen Topaz-Turm verloren durch Spucker. Das ist sehr beruhigend, weil es wäre übel, jedenfalls bis vor kurzem gewesen, wenn Topaz-Türme vernichtet werden, weil sie ja doch recht schwierig wären zu bauen. Jetzt rattert das ja einigermaßen durch, das geht ja. Was zerstört? Nö. Oder? Es war nur Damage. Ja, und 8 Türme schießen. Oh, warte mal. Nimm mal den ganz tollen, ganz toller Turm. So, ich muss ihn noch bauen. Ja, bau mal. Oh, hallo König. Du bist irgendwie nicht so stark, wie ich angenommen hatte. Aber es ist nur einer. Später kommen davon ja 3, 4 auf einmal und dann noch Verstärkung und was weiß ich. Weg mit dir. Hä? Das sollte normalerweise durchgehend sein, wenn ich das so mache. Da wird eine Mauer, eine Außenmauer, also Außenmauer, wird da angekaut. Komisch. Roboter bitte hier setzen. Ihr habt was zu tun. Chop, chop. Nein. Oh. Du bist fertig? Ja, warte mal. Toller Fünferdrill. Geh mal nach hier, weil da sind noch Sachen unter dem Boden versteckt. Das würde manche Leute so dermaßen aufregen, wenn ich das so lassen würde. Bau mal bitte davon ein. So. Das wird alles eingelagert, ist okay. Useless, useless, Ruby, oh, Ruby, oh. Ah, kommt gut was rum. Wie viel hast du noch? Komm jetzt nochmal 25 Topase. Schön, schön.
Es ist Nacht, das ist nicht so gut zum Testen. Was war hier noch mit Wiwi? Hat sich schon geregelt, ne? Okay, dann bau bitte hier das schon mal weiter, damit ich hier immer Licht habe. Das da muss weg. Ihr werdet eh alle vernichtet bald. Sobald wir fertig sind mit unserer neuen Anlage, kommt das alles weg. Alles weg. Geht auf, geht auf. Britzel, Britzel. Stimmt, apropos Britzel, Britzel, Akkus. Akkus wollte ich noch ein paar mehr bauen. Haben wir aber irgendwie gerade nicht so die Sachen für. Woran mangelt's? An Weak Flux. Achso, weiß ich nicht. Anliefern lasse? Ne, lass ich nicht anliefern, okay. Trotzdem nochmal ganz kurz auf die Ressourcen gucken. Eisenplatten sehen gut aus, Draht sieht gut aus, Kupferplatten sieht gut aus, Stahl ist so lala, grüne Chips sind sehr gut, rote Chips sind sehr gut. Das hätte ich nicht gedacht. Eigentlich hätten die... Also wir haben ja eine neue rote Chipfabrik dazu gepackt. Und die neuen Chipfabriken insgesamt, also die vier roten, hätten eigentlich die Produktion von den vier grünen aufgenommen müssen, wie nichts gut ist. Also ja, die grünen werden schneller produziert, aber die roten brauchen auch ordentlich viele davon. Und haben Speedmodule drin und so weiter. Also wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass unsere grüne Chip-Geschichte runtergeht und die roten langsam hoch, solange bis keine grünen mehr da sind, dann gehen die roten auch runter. Aber es hält sich. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, ich kann oben bei unserer Ölanlage, also hier bei unserer Ölanlage, dann doch eher zwei von den blauen Chips bauen. Warte mal, die blauen Chips waren in der Fabrik, aber sie brauchten Flüssigkeit, richtig? Richtig. Und zwar Schwefelsäure. Pollution-Module. Ah, das ist putzig. Mach mal hier. Solange du noch arbeitest, arbeite wenigstens ordentlich. So. Wir brauchen also noch... Ich sehe kein Chemical Plant Ding irgendwo gelb aufblinken, also hätte ich gerne nochmal vier Stück davon. Und dann haben wir es jetzt Tag, also kann ich jetzt das Ding testen. Goodie. Wo bist du? Da. Und jetzt stelle ich es hier auf und es snipert die Basis da hinten weg. Das wäre doch mal was. Nee, ganz so weit kommst du nicht, ja? Damage. Die Silbernen machen 50 plus 30 und der macht 75 plus 45. Ah, okay. Dann mach mal hier durch. Das Gelbe kann ich eigentlich eh fast ignorieren. Ping. Oh. Nein. Geh zurück. Warum sind da fünf verdammte Könige? Mach bitte die Mauer wieder hin. So. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr von den silbernen Türmen. Dann können wir das testen. Weil ich denke nicht, dass der eine goldene Topasturm es schafft, fünf Könige zu zerstören, bevor die Könige die Mauer zerfetzen. Und warum fliegen hier so verdammt viele grüne Chips gerade weg? Warum werden die in den eingelagert? Sehr kurios. Ignoriere ich jetzt mal. Achso, die wollten wahrscheinlich wieder mich füttern. Ich war zu schnell und dann haben sie es ins Logistiksystem eingelagert. Okay. Was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt die einmal davon Stack abholen. Und dann Raw Topaz abholen, um mehr Silbertürme zu bauen, um den Goldturm zu sichern gegen fünf Könige auf einmal. Klingt gut. Bau fünf Türme davon und unterbrech mal ganz kurz die Geschichte hier. Und häng die hinten dran. Vier, fünf Stück so. Stahl kommen, rote Chips kommen, alles kommt. Und ich habe gar keine Forschung im Laufen, sehe ich gerade. Sechser-Turm. Sechser-Drill. Ja, hier, MK6. Mining Area 99 mal 99. Braucht 3 Fünfer-Drills, 500 Tungsten und 250 lila Chips. Und wäre fast machbar. Ne, ich gehe erstmal hier Richtung Panzer.
Research-Panzer. So. Wir haben einen Angriff im Westen. Oh, da kann ich noch sehen, wie ich weiter schießen kann. Und ich brauche den goldenen Turm von hier oben. Schnell, 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 schnell. Bevor die Gegner sterben. Da. Mist, zu langsam. Okay, ich... Was? Was war das Silber? Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Okay, ich gehe... Ich setze den... hier hin, lauf hier durch. Mach die Mauer da kaputt und stupst hier unten die Basis an, in der Hoffnung, dass die Basis nicht 5 Könige hat. So, Q. Q. Okay. Q. So, wann fängt er an zu schießen? Ja. Panzer. Research. Also. Ja, macht mehr Schaden. Aber es ist nicht jetzt so ein Über-Mega-Tötungsding. Also lohnt sich definitiv nicht. Er macht nicht mal doppelt so viel Schaden, kostet 4-5 mal so viel Ressourcen. Also einfach mehr Silbertürme setzen. Und die Forschung ist instant fertig. Okay. Dann mach doch bitte mal den Lasertank. Auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass der auch schon veraltet ist. Wir können allerdings noch gar keine Laserguns bauen, ne? Na, mach trotzdem schon mal. So.